In diesem Video erkläre ich dir, wie du die Varianz bei gruppierten Datensätzen oder eben bei einer gruppierten Häufigkeitsverteilung berechnest. Moin Moin zusammen, heute schrubbern wir mal über die Varianz. Die Varianz ist eben die Möglichkeit zu schauen, vom arithmetischen Mittel, also vom Durchschnitt, wie bewegt sich das Ganze durchschnittlich quadratisch links und rechts vom arithmetischen Mittel. Ich möchte eben gucken, in welchem Bereich ist das durchschnittlich quadratischerweise. Ich habe hier einen gruppierten Datensatz. Warum? Weil ich 4 Gruppen gebildet habe. Ich habe Werkstätten befragt, wie viel die kosten. Und dann haben eben 4 Stück gesagt, 56 Euro, 8 haben 59 Euro, 12, 61 Euro und 8, 62 Euro verlangt pro Stunde. Und ich habe insgesamt 32 Stück eben befragt. Nun sehen wir hier, habe ich das arithmetische Mittel schon berechnet. Wie man das arithmetische Mittel berechnet, verlinke ich dir am Ende dieses Videos, das Beispielvideo und auch die Theorie dazu. Und dann kannst du eben mal schauen, wie du mal das zu berechnen. Grundsätzlich, um die Varianz zu berechnen, benötigen wir die folgende Formel bei einer gruppierten Häufigkeitsverteilung. Das Schnörkelchen hier, was ich so attraktiv gemalt habe, ins Quadrat, ist die Varianz. Und die will ich jetzt eben herauskriegen. 1 durch n. N ist die Anzahl der Datensätze oder der Leute, die ich eben befragt habe. Dann geht ein Summenspielchen los. Also klar, hey, mein Bester, mach das mal bitte für jede Gruppe durch. Und dann fangen wir an. Xj, also die erste Gruppe, den x-Wert, minus das arithmetische Mittel ins Quadrat, mal hj, also die absolute Anzahl der Gruppe. So, eine andere Möglichkeit ist eben, wenn ihr n nicht gegeben habt und hj nicht, also das hier komplett nicht, dann geht das auch über die relativen Häufigkeiten, wenn ihr eben nur die Wahrscheinlichkeiten gegeben habt. Dann könnte ich das Ganze auch mit fj machen. Beide Wege führen nach Rom, beide finden dasselbe Ergebnis raus. Wir machen jetzt mal die erste Variante zusammen. Also, wir machen ein wunderschönes Geschnörkelchen dahin, schreiben 1 durch 32, weil ich 32 Werkstätten befragt habe. Und schon geht das Summenspielchen los. Ich mache immer eine große Klammer. Warum? Übersichtlich, macht schön. So, dann starten wir gemeinsam. Ich nehme das x der ersten Gruppe. Das x der ersten Gruppe ist ja eben 56. Minus mein arithmetisches Mittel. Das habe ich ja wie gesagt berechnet. 1, 2, 5. Nehme das natürlich noch in Klammern ins Quadrat. Mal die absolute Anzahl ist 4. Und dann geht das ganze Spiel jetzt für jede Gruppe einzeln durch. Klammer auf. 59 minus 60,125 ins Quadrat mal hj dort, das sind 8. Und das Spielchen geht weiter. 61 minus 60,125 Klammer zu ins Quadrat mal die 12 plus die letzte Gruppe 62 minus 60,125 ins Quadrat mal, und da haben wir noch 8 Stück. Zack. Und nun rechnen wir das Ganze aus. Nun habe ich das Ganze mal für jedes eben einzeln gemacht. Das hier oben ergibt das, das hier oben ergibt das, das ergibt das und das letzte ergibt dann das. Nun rechnen wir das Ganze nochmal sauber im letzten Schritt zusammen. Und das ergibt eben eine Varianz von 3,7072. Und das bedeutet im Klartext, dass um das arithmetische Mittel eben einmal minus der Varianz und eben das arithmetische Mittel plus die Varianz sich das Ganze bewegt. So, dann im Endeffekt, in dem Bereich von 56,4178 bis 63,3822, in dem Bereich variiert das Ganze durchschnittlich quadratisch um das arithmetische Mittel. Nochmal langsam. Was mache ich bei der Varianz, bei einer gruppierten Häufigkeitsverteilung? Ich nehme diese Formel hier. Ob ich jetzt die nehme, das ist mir überlassen. Beide Wege ergeben das richtige Ergebnis. Ich brauche zuerst das arithmetische Mittel, das berechne ich eben ganz normal vorher.
Setze das für jede Gruppe eben dann einzeln ein, rechne es sauber aus, habe dann meine Varianz und dann, wenn ich den Bereich noch angeben möchte, nehme ich mein arithmetisches Mittel einmal minus die Varianz und einmal das arithmetische Mittel plus die Varianz und schon habe ich meinen Bereich. Ich hoffe, du hast es jetzt verstanden. Falls nicht, ich verlinke hier noch irgendwo ein Erklärvideo, wo ich die Varianz grundsätzlich erkläre. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut, bis dahin. Ciao.